Willkommen zurück. Wir haben noch zwei Schlachten zu schlagen. Und zwar Minas Tirith. Easy. Und Totensümpfe. Schwer. Knifflig. Das Ding ist, nach der Aufnahme hier ist Schluss. Für eine Zeit lang. Dann werde ich wieder vergessen, dass ich Lord Zarlok nicht ausgebildet habe. Und dann wird's doof. Das ist das Problem. Das ist das Problem an der Geschichte hier. Tja, alles nicht so einfach, ne? Ihr wisst, was zu tun ist. Was sollen wir tun? Na, wusste ich doch. Wir sind der Hammer des dunklen Herrschers. Kaputt. Tja, so schnell kann's gehen. Gebäude fertiggestellt. Das Gebäude ist fertig. Beobachtet uns. Schiebt den Karren. Urukdur. Riecht ihr was? Auf dem Hügel. Genau, Hügel. Nicht Mauer, sondern Hügel. Nachschub ist unterwegs. Oh. Wir müssen sie demütigen. Schauen wir mal. Der Wagen ist unterwegs. Schade. Knapp gedodged, aber. Na gut, na gut, na gut. Alles hört auf mich. Zurück an die Arbeit. Nein, da kann ich nichts bauen. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Also, das ist halt, ne? Es ist halt nur eine KI, die jetzt hier ihr ganzes Geld ausgibt. So, wenn ich jetzt kurz aufmache, müssten sie ja hinrennen wollen. Das neue Gebäude ist fertig. Aufwachen, ihr faule Zeit. Reißt es ein. Machen wir aber wieder zu. Ihr werdet nicht gefaulet! Spiel mal so ein bisschen mit dem Gegner, ne? Easy Zwiebeln. Ah, hier geht noch was. Ja klar. Eure Häuser! Seid bereit! Mit Eomer. Ja, machen wir dazu. Sicher, sicher. Lauf schneller! Lauf rasch zu! Voll diskriminieren. Eomer könnte auch ein kleiner Trump sein. Abscheuliche Kreaturen jagt ihr aus unserem Land. Das ist tough, das ist tough. Die armen Orks. Weiß nicht, ob es gut ist. Wahrscheinlich würde er auch am liebsten eine Mauer um diesen da ziehen. Ja, ja. Bestimmt. 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 Aber dann müssen wir nicht mitmachen. Gewonnen. Können wir was bauen? Ja. T-T-R-T-R-T-R. Das neue Gebäude ist fertig. Wohl eigentlich ja nicht. Da kommt, glaube ich. Ich glaube, es war U für. Oder N. P. Ganz falsch. Hör mal.
So, wo ist das Baumeisterchen? Wo ist mein Baumeister? Achso, der hat hier noch. Ach ja, Leute, auch kurz strecken. Strecken ist immer wichtig. Oh Gott! Uff! Ach ja. Oh. Naja. So, schön verteidigt. Isengard. So. Das wird halt zwei Ends. Boah. Er hat schon ja mich, ich muss es versuchen, aber. Ents. Ich hab doch nichts gegen Ents. Elrond. Oh, das wird schwer, aber die Toten sind. Puh. Ich glaube, Grima. Der kann noch nix. Level 2, 4, 5. Ich weiß, was das Beste ist. Ich dachte, wir sind fertig. Mach dich nützlich. Baut! Hier gibt es meine immer Worte Arbeit. Ein wilder Höhlentroll. Zögert. Warte mal. So. Nicht. Der Feind! Sie sind uns im Weg. Schwäche abhauen, ja, der kann man nicht. Der ist noch nicht wirklich stark. Ich meine, der schafft den Troll jetzt, was nice ist, aber. Wir werden das gleich wieder an die Arbeit! Oh. Bald erkennen Sie meine Macht. Der Level-Up ist nice. Ach, Leute, wie soll ich denn das gewinnen? Ich muss ein bisschen bunkern. Schwierig, sehr schwierig. Sie werden für ihren Verrat sterben. Das Gebäude ist fertig. Hm. Was treibt die Waage da rein? Oh. Da kann ich nichts bauen. Das Auge beobachtet uns. Erkennen Sie ihre Schwäche? Ich schau dann gleich, dass ich die Leuchtfeuer einnehmen kann. Dieses Gebäude. Da ist der Feind. Was sollen wir tun? Lauf schneller! Ich bin hier, um zu dienen. Wir müssen gehen. Und das sind die Ents. Ich kann nichts gegen die Ents machen. Das ist so bitter. Es ist schon spät. Ja, wir entlang. Macht euch wieder an die Arbeit! Macht dich nützlich! Seid ohne Sorge. Ich kann es versuchen, aber. Ent ist da, kommt der Elber. So, der ist jetzt wütend. Ich kenne einen neuen Weg. Wir müssen gehen. Jetzt abhauen. Ich weiß, was das Beste ist. Wo ist Elrond? Es ist schon spät. Nein. Nicht den Wagen sprengen. Es ist schon spät. Sie sind uns im Weg. Das neue Gebäude ist fertig. Zieht euch zurück. Ich kenne einen neuen Weg. Das Lager wird angegriffen. Wir wären dann fertig. Wir haben die Uhr. Da ist halt noch ein End, das ist das Problem. Also Elrond krieg ich weg, das ist okay, aber. Bald erkennen Sie die Weisheit meiner Worte. Einer der Schmelzhöfen wird angegriffen. Aber den End. Sie sind verwundbar. Das tut so weh. Ich bin hier, um zu dienen. Hey, sind die Armbrüste für die neuen Uruks fertig? Arbeiter! Der Feind ist in unserem Lager! Das neue Gebäude ist fertig! Schreibt die Waage da rein!
Also wenn ich die Urgrube verliere, wird's nichts, weil dann ist zu viel Geld weg. Ja, das muss jetzt. Komm schon, komm schon. Nein! Der macht es kaputt. Scheiße. Sie schaffen es nicht. Der hält so viel aus, dieser End. Der ist nicht tot zu kriegen. Jetzt haut er ab und regeneriert sich wieder, oder was? Hallo? So, ja, vielleicht noch gar nicht. Jetzt rettet der den End da weg. Ich kotze ab. So, das denn? Steht er da hinten wieder, ne? Brechen wir auf. Flieht! Auf, auf! Lasst sie auf! Also der muss weg, der End, der muss weg. Komm schon. Der schafft's nicht! Mann! Also dass er den End zurückzieht, ist halt Gigabroken für mich. Na, das ist so schlimm. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffen kann. Ich komme gegen den blöden End nicht an. Wir machen alles kaputt. Der hat so viel Reichweite. Die zwei Ends haben es rum. Ohne die Ends wäre es gegangen, aber mit Ends keine Chance. Wie soll jemand das bitte schon schaffen? Er ist halt, na. Weiß auch nicht. Wie soll jemand das schaffen? Klar, die Waage sind nice, aber es ist immer das. Diese Waage, ey. Furchtbar. Ganz furchtbar. Da gibt's hier irgendwo Geld. Bitte endlich. Der End war so böse. Der war so böse. Stopp. Das ist zum Kotzen. Aha. Großartig. Ganz toll. Da hinten. Warum? Wie? What? Bäh. Oh, nee. Der tötet mich hier. Natürlich schaffen sie es. War klar. War klar. Nur so, ich hoffe, die schaffen das. Mit allen Debuffs, die ich habe, bleibt es immer noch sauknapp. Unglaublich. Naja, so ist es halt. Jetzt haut er ab. Keine Ahnung, ob ich das schaffen kann, das ist das Problem. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist, noch zu gewinnen. Ich weiß,
Tom Bombadil. Nimm Tom Bombadil. Nee, der hat was zu tun. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Macht euch wieder an die Arbeit. Marsch, marsch. Kriegt die Waffe bereit. Die Uruks und ihre Armbrüste sind macht eure Waffen bereit. Kriegt sie weg. Wir greifen an. Vielleicht gibt das ein bisschen Geld. Ich kann auch nur versuchen, ihn trocken und beten. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist den Drachen bei ihm reinsetzen. Das, wenn es dann weiß, wo er ist, dann muss ich mit dem Krähenschwarm gucken gehen. Den muss ich töten, das ist ganz wichtig. Solange die auf den Wächter schießen, habe ich hier nämlich die Zeit, die wegzuballern. Die Zeit ist rum. Alle anderen Schützen sterben. Weil sie es nicht hingekriegt haben. Ich hab kein Geld mehr, ja. Hallo? No, machen die sich einfach mal so random unsichtbar. Problem ist halt, der wird jetzt wieder Leute bekommen. Adler. Die müssen weg. Die müssen weg. Das einzig Gute ist, gegen Gebäude sind Adler ziemlich garbage. Er hat es wieder überlebt. Oh, der hat zu viele dumme Dings düster Bogenschützen. Adler halt noch lange. Die machen doch ganz schön Schaden. Sollte eigentlich nicht so viel sein. Alter, krass! Ich dachte, das hätten sie weggepatcht, aber anscheinend nicht. Ja, sieht ziemlich lost aus. Scheiße. Okay. Naja, die zerlegen mir alles. Wir rennen zwar rum wie... Okay. Nee, keine Chance. Nein, geht nicht. Schaffe ich nicht. Ist zu viel. Die Ends haben's halt gemacht, ne? Aber ist okay. Ist okay. Es soll ja schwer bleiben, ne? Wenn ich alles easy gewinnen würde, wäre es ja auch langweilig zum Angucken. So, Mordor ist jetzt wahrscheinlich weg. Nick, okay, passt noch. So. Ich bild den jetzt so aus. Obwohl, es ist eigentlich dumm. Das ist dumm. Ich hab Angst. Das Ding ist halt... Ja, nee. Das geht. Das ist auch easy. Das ist ultra nice. Perfekt. Okay, das kann er haben. Die werden ausgerüstet. Ich weiß ja nicht, wo Elrond hin will. Will er jetzt nach Minas Morgul, was es sein könnte?
Oder was schlimmer wäre, schwarzes Tor, aber ich komme eh nicht zum schwarzen Tor. Warte mal, ich brauche in Minas Morgul kein Grima, das ist komplett dumm. Ich bleib stehen. Aus Gilead aufgeben. Ich weiß nicht, was ich mit Lutz machen soll. Entweder bleibt er aus Gilead stehen, damit ich hoffentlich aus Gilead safe halten kann, oder ich packe ihn nach Ithilien. Es ist ein Held und 4 Bataillone. Ich habe 2 Bataillone. Das ist kaum ein Ding, das ist halt ein schlechter Start, aber. Das ist safe. Der Minas Morgul ist safe, egal was passiert. Aber Ithilien zu verlieren, tät wehtun. Mehr als. Hier ist das Ding. Ithilien zu verlieren ist schlimmer. Ithilien zu verlieren ist schlimmer als aus Gilead. Das heißt, aus Gilead sollte ich aufgeben. Und dann lasse ich hier diese Truppe da. Dann machen wir das jetzt so. 5, 3. Wenn ich hier angreife, dann habe ich noch eine Truppe stehen. Das ist okay. Ich bild aus. Ja, so lass. Und Grima geht hin. Vielleicht kann ich es mir zurückholen und er geht auch. Rückzug? Keine Frage. Freeven? Schwierig? Ah, da darf ich nicht kämpfen. Aber hier darf ich kämpfen. Dann bilde ich jetzt hier. Oh. Das ist gut? Ja, perfekt. Zack, zack, zack. Also in 3 Runden ist Angmar wahrscheinlich tot. Das wird noch 3 Aufnahmen dauern, aber. Was ich jetzt noch mache, damit ich es nicht vergesse. Ich werde es eh vergessen, weil ich müsste alle Schlachten schlagen und den rüber jieten, hieven, wie auch immer, weil wenn ich hier jetzt Lord Zadok ausbilde, dann steht der da und dann vergesse ich das sowieso. Ich meine, vielleicht nicht, weil ich habe eine Armee nebenbei. Ich habe ja Saruman nebendran ohne Armee. Das wird mir beim Verschieben auffallen. Dann werde ich gucken. Und zwar, ich muss halt planen für das Zukunfts-Ich. Ich muss jetzt planen. Ich muss jetzt gucken, was der Zukunfts-Alex denken wird, wenn er in die Situation kommt, das in einem Monat wieder zu spielen. Na? Das ist das Ding. Und er wird denken, nachdem er die Schlachten geschlagen... Das ist ja das Nächste noch. Nachdem die Schlachten geschlagen wurden, muss ich dazu kommen, zu sehen... Also ich muss quasi mich dazu bringen, Lord Zadok in die Armee zu packen, wenn ich jetzt hier ihn ausbilde. Und um das zu bewerkstelligen, muss ich gucken, dass ich alles so präpariere, dass meine Gedanken, die ich dort dann haben werde, mich dazu bringen, Lord Zadok zu sehen. Das heißt, ich muss mich dazu bringen, erstmal dort drauf zu klicken, dass ich Lord Zadok sehe. Genau, also das muss ich beachten. Deswegen war ich jetzt am Überlegen, bilde ich ihn jetzt aus oder mache ich das nächstes Mal? Weil wenn ich es nächstes Mal mache, ist halt die Gefahr, dass ich gar nicht mehr dran denke. Wenn ich ihn jetzt ausbilde, dachte ich, wäre die Gefahr, dass er für immer dort versauern wird. Oder halt bis zum nächsten Angriff der KI. Aber das kann ja dauern, weiß man ja nicht. Bisher haben sie zwar jede Runde angegriffen, aber das ist ja keine Garantie. Nur weil etwas immer passiert, ist die Wahrscheinlichkeit... Ja... Also die Wahrscheinlichkeit mag hoch sein. Aber es ist keine Garantie. So, und deswegen... Ich laber hier gerade nur Schwachsinn, ich weiß schon. Aber trotzdem, deswegen... War jetzt halt die... Gibt's halt nicht eine Garantie, dass er wieder angreift. Ist so. Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Mag auf 100% zugehen. Ist aber nicht 100%. Ne? Nicht zwingend. So. Und jetzt ist mein Gedankengang, wie kriege ich Lord Zadok von hier zu Saruman das nächste Mal, wenn ich aufnehme. Und da ist mein Gedankengang, den habt ihr sicher schon verstanden, weil ich habe schon erklärt, aber ich erkläre es nochmal. Wenn ich nächstes Mal, nachdem ich die Schlachten mache, das wird ja 3 Aufnahmen dauern.
1 bis 3. Wahrscheinlich nur 2 Aufnahmen. 2. Minus Morbul eine Aufnahme wahrscheinlich und dann Ithilien noch eine. Ja, genau. Wie komme ich dann dazu, Lord Zarlok von der einen Armee zu Saruman rüberzubringen? Und das ist ganz einfach. Dadurch, dass ich ihn sehe. Das nächste Mal, wenn die Planungsphase stattfindet. Dann werde ich Saruman sehen. Und was macht ihr da für Schwachsinn? Und Saruman wird keine Armee haben. Na? Dem wird eine Armee fehlen. Also werde ich ihm, weil Helms Klamm für mich immer safe ist, außer in diesem einen Fall, wo ich mal krass verkackt habe, oder wo es echt knapp war, aber ich weiß jetzt, dass ich keine Risiken eingehen sollte, zumindest für eine Zeit lang, werde ich auf diese Armee klicken, um Einheiten rüber zu transferieren. Und ganz am Anfang dieser Liste wird Lord Zarlok auftauchen. Und dann werde ich mir denken, boah, entweder werde ich dumm sein und denken, den sollte ich da lassen. Dir das Risiko besteht natürlich. Und ich hoffe, dass der Zukunfts-Alex nicht so dumm ist. Oder es besteht die Chance, dass er sagt, hey, cool, den baller ich mit in die Armee. Weil dann wird es super stark. So, kannst du jetzt hier bitte einen Feuerball reinballern. Das wäre sehr schön. So, bis der mal levelt, vergehen halt Wochen und Stunden, Tage und Monate. Ist aber jetzt auch erstmal egal. So. Ich riech nichts. So, der steht jetzt hier und kämpft. Und der Erfahrungsbalken steigt. Langsam. Und er stirbt. Kannst du fliehen? Kommt da weg? Haldir hat ihn auf der Schippe, ich sehe das ganz genau. Oh, der ist safe. Okay. Oh, der Schuss noch, das war so knapp. Passt aber. So, dann kann er sich jetzt hochheilen, sehr schön. Ja, und so muss man halt planen, langfristig. Nicht nur auf das, was andere machen könnten oder blablub, sondern das, was man selber nach einer langen Pause vielleicht denken mag. Ich denke, es ist safe, Lord Zarlok ist hier auszubilden, auch wenn ich diese Aufnahme ihm nicht mehr rüberpacken kann zu Saruman. Es sollte aber sicher sein. Dann passt das schon. Hallo? Ja, wow, das ist gestorben. Krass. So, wenn ich das hier mache, kriege ich Geld, wenn die Leute ab. Das ist krass. Da schießt schon wieder irgendwas. Schaut mal, wie fies dieser Halbier ist. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen das jetzt super fies. Wir nehmen den jetzt, stellen uns hinter den und dann pushen wir ihn zu unseren Armbrustschützen. So. Und tut so richtig weh. So, aber jetzt stirbt er. Vielleicht kriegt er dann endlich den Level ab. Nö. Hat den Last Kill nicht bekommen. Schade. Ist aber auch alles egal. So. Schafft's das? Immer noch kein Level up. Immer noch kein Level up. Immer noch nicht. Jetzt. Jetzt macht das großen Schaden. Das ist schön. Ich dachte halt, er würde heftiger leveln. Aber das macht alles keine Level. Schade. Na gut. Aber das ist schon mal Level 3, das ist gar nicht so schlecht. Das geht dann schon. So. Passt. 0%, 0%, 1%, 8, 10. 2, 0. 0.
0% ist mir halt ein bisschen zu wenig. Ne? Ja, zu 10, 14, wie auch immer. So. Feuerpfeile. Und da kommen sie wieder. Wolfies, Speerlies, Schwerterlies. Ja. Na, mach mal. Das war's. Ah, ich kann nicht Multi. Das ist schade. Okay. Na gut. Ich dachte, man könnte mehrere... Fähigkeiten auf Autocast stellen, aber... Geht nur eine. Autocast... Es ist natürlich praktisch für Leute... Ne, Rechtsklick, hier, boom, Autocast, dann wird er das casten, sobald es sich eine Möglichkeit ergibt. Kann stark sein für Leute, die das Multitasking nicht haben. Ist aber halt auch ultra ineffizient, weil vielleicht ballert er das auf einen Helden oder auf eine Einheit, dann macht das nichts. Deswegen ist besser, ihr lernt, mit euren Helden umzugehen. Ja. Ist einfach so. Ist einfach so. Ich habe einen Plan. Da ist er. Ah, ja, klar. Bümpchens! Doch. Hätte ich schon viel früher bauen sollen, die Bomben. Nein. So, weil dann castet er das halt auf. So, das ist halt der Schwachsinn. Ne? Also ihr gewinnt da nicht viel. Das ist halt das Ding. Kann aber nützlich sein, also... Geht schon. Der levelt halt gar nicht. Das ist schlimm. Dauert aber noch ein bisschen, bis ich die Bomben habe, ne? Schade, ich hätte gern Doppelbombenproduktion. Naja. Gehen wir mal raus. Jetzt stirbt er wieder, ne? Nein, dieses Mal nicht. Not this time. Lauf. Lauf, geschwind, rette dich. Süß. Lustig, dass ich eine Leiter bauen kann, die mir gar nichts bringt. Aber okay. So, und hier jetzt einen schönen Feuerpfeil, Bombardier oder irgendwas. Irgendwas Splashiges. Das wär's doch, oder? Was die aushalten. Ja, schön, schön. Könntet ihr vielleicht... Nein. So, auf den müssen wir halt ein bisschen aufpassen, aber das geht schon, der muss ja leveln. Die sind hier langsam auf der Eisfläche, ne? Das ist schon krass. Dabei sollten sie schneller durch die Gegend flutschen. Wie so ein Flutschfinger. Wer von euch kennt Flutschfinger? Gibt's die überhaupt noch? Das hat Schaden.
Oh ja, dann schön, ne? Lauf, macht mir Vision für den Drachen! Schaffen sie es? Nö. Gollum interessiert niemanden. Die Bömsche sind viel wichtiger. Sind die Armbrüste für die neuen Uruks fertig? Diese Armee ist schon groß genug. Wir werden angegriffen. Und schaffst du das? Nö, die geht kaputt. Egal. Oh. Da ist was kaputt gegangen. Drachenarte! Das ist halt schon sehr eng aneinander gebaut, ne? Muss man auch mal sagen. Ist die Mine? Da. Die Bombe ist vor allem 6, ne? Und kaputt. Schade. Aber wo das herkam, gibt's noch mehr. Eins hätte ich gerne noch. Ja, sieht doch anständig aus. So, und dann instant auslösen, ne? So. Und boom. Holy, die Burg ist fast weg. Das war ja krass. Das ist heftig. Das ist nice. Das ist echt nice. Gut, die Bombe ist wieder rein. Ja, dann, boom. Geil. Bisschen unterwältigend ist die Explosion natürlich schon. Aber der Schaden ist halt krass. Und na komm. Tja, tschüss. Okay, nee, ist schon geil. Ist schon geil. So, da drüben ist jetzt noch was. Da ist noch ein Baumeister. So. Alles klar, rennen alle raus, ja. Könnt ihr machen. Irgendwas böllert da. Auch Elben? Es gibt noch Elben! Uff, das ist dumm.
hat noch Elben hier? Stimmt, Hall hier war ja. LOL, hab ich gar nicht mitbekommen. Gar nicht. So dumm. So, Bomben. Alter, das muss bitter sein, von so einer Explosion weggerissen zu werden. Das muss so ungeil sein. Glaube ich zumindest. Aber ich habe nicht gewusst, dass die Elben hier noch leben. Gar nicht. Hatte ich null im Kopf. Gar nicht. Das ist krass, ne? So kann man sehen. Also ich dachte, wir sind sie schon längst vorbei, aber nee. So easy ist es dann doch nicht. So, das war die Hauptarmee, die halt hier stehen bleibt. Ah ne, die. So. Und boom. Alter. Ja, die Noldor-Krieger kommen jetzt ein bisschen spät. Ja. Jetzt gibt auch. Oh, scheint. Wenigstens noch die Feuerpfeile müssen durchkommen. Bitte. Naja, aber ist egal. Vielleicht kann ich sie behalten. Oder wegschmeißen. Ja, mal schauen. Nee, ja, nee. Das Geld habe ich nicht. Ja, den muss ich. Genau, ja. Okay. Damit sind wir fertig. Ich sage mal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nächstes Mal hier die Ecke noch. Aber das geht schon. Ja, also Isengard spielt sich viel leichter als der Rest, weil ich musste nicht hier turteln. Ich stehe zwar jetzt hier, aber ich konnte mich hier lange genug halten. Ich habe da oben ein kleines Ding. Einer ist schon tot, die Menschen sterben als nächstes, weil die haben nur noch das bisschen... Das geht schon. Und dann wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.